Freunde, Freunde. Ups. Ich wollte mich auch noch kurz melden. Ich habe diese Woche möchte ich gerne einen Vlog machen. Heute stelle ich euch etwas vor, bei dem ich tada, zwei mega coole leckere Beutel. Es ist vorne auf beiden ein weißer Border Collie mit der Schrift von Legis Name. Ich bin froh, dass er das richtig geschrieben hat, weil Legis hat einen komplizierten Namen. Viel wäre es nämlich das Y mit einem normalen I, weil man Legi sagt. Aber ja, sie sind rot, sie sind aus Kunstleder. Ein Manko haben sie noch, also ich zeige euch jetzt das Positive. Sie haben hier einen Reißverschluss. Beiden ist genau gleiche. Sie sehen eigentlich genau gleich aus, nur der Border ist anders. Hier ist ein Wachstuch, hier drin kann man Handy rein tun. Ich habe jetzt eine Uhr hier drin. Passend auch, die Pötchenuhr. Und ja, der Kotbeutel hier bei Seiten ist übrigens meiner. Den habe ich sonst mal gekauft. Den habe ich mal selbst gemacht. Also selbst gemacht bekommen. Und den habe ich gekauft. Der hier ist nicht dabei, den habe ich gekauft. Hier habe ich herzkleine D-Ringe. Und hier kommt der hier dran. Und hier wäre eigentlich für den Bauchgurt. Das Manko ist aber am Bauchgurt. Man kann ihn nicht hintun, weil sonst passiert das. Ja, er ist schon kaputt. Einmal benutzen und die Lasche ist hier kaputt gegangen. Hier, wie ihr seht, hat es ein kleiner. Ich wusste nicht, was reintun, aber ich habe einen Kotbeutel reingetan. Aber ebenso, also, wenn ihr auch nehmen wollt, ich tue sie in die Infobox. Ich kann sie schon empfehlen, einfach keinen Bauchgurt, bitte. Oder warten, bis sie ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Bauchgurt, weil das hatten sie nämlich nicht. Und hier ist eben diese Lasche. Also Lasche, dieser für Leckerbeutel. Ich habe immer einen zweiten Leckerbeutel dabei, weil ich einfach, ja, ich sehe ein bisschen versifft aus. Weil ich einfach das Futter abwäge und dass ich ja genug, also nicht zu viel gebe, durch hier rein. Und den Rest darf ich dann von hier drin haben, wenn es leer ist. Innen dran sieht es so aus. Einfach gleich zeigen. Hier ist das Futter. Hier hat es noch ein zweites Fach für spezielles Futter. Oder wenn ich das Handy möchte reintun, kann ich es hier reintun. Und hier ist dann für das Trockenfutter. Hier ist auch Wachstuch. Und das ist eben Kunstleder. Hier sieht es genau gleich aus. Der muss auch zuerst von separiert werden, bevor wir den können benutzen. Eines, ich habe zwei genommen, weil eins kommt eben im Auto. Das wäre eigentlich gerechnet für das Auto. Dass ich immer die Leckerlis habe. Und der kommt dann hier. Da benutze ich halt nur der, weil der andere kaputt ist. Und ja, was soll ich noch sagen? Also die Firma macht es eigentlich sehr gut. Also ich bin auch schon zufrieden, nur eben kein Bauchgurt mehr. Und warum in nächster Zeit weniger Videos von uns kommen und was der Grund ist, das erfahrt ihr dann morgen. Ich versuche morgen beim Wald die Cam mitzunehmen. Ich habe es heute vergessen und werde euch dann berichten, warum, weshalb, wieso so wenig Videos kommen und ja, alles rundherum. Morgen, heute ist Mittwoch, der 25. Heute hat meine Schwester Geburtstag, so ein bisschen Lecky. Und ja, ich wollte euch sagen, warum es jetzt in der Zeit nicht so häufig Videos gibt. Warum es auch in der nächsten Zeit nicht regelmäßig Videos kommt. Also ich meine regelmäßig, nicht jede Woche. Also, warum kommen wir jetzt nur alle zwei Wochen Videos und dann kommen jetzt fix nur alle zwei Wochen Videos? Es ist so, ich bin ja krank. Für die, die es nicht wissen, ich habe eine Erkrankung, also mehrere Erkrankungen. Und habe mit der zurzeit etwas mehr Mühe. Gehe durch den Spezialisten wegen der Erkrankung von Legi. Und ja. Ich weiß auch natürlich nicht, was es ist, weil ich glaube, es interessiert die wenigsten, was ich habe. Und darum sage ich nicht, was es ist. Und ja, dann. Ich merke, die Krankheit ist zurzeit ein bisschen häufiger. Wir haben ein Medikament abgesetzt, das es mir nicht gut getan hat. Und jetzt kommen die Erkrankungen halt stärker auf. Das heißt jetzt nicht, dass keine Videos mehr kommen oder keine Beitrag mehr oder sonst irgendwas nicht mehr kommt. Nein, bei Instagram und Facebook bin ich trotzdem aktiv.
Weil bei Facebook kann ich es einfach machen, ich kann es einfach auf Planung stellen und muss nicht mehr dran denken, auch muss es noch kurz reingehen, ich muss noch einen eher langen Beitrag schreiben. Dann kann ich es auf Plan setzen und es erledigt sich dann von alleine. Instagram geht es natürlich nicht. Und da merke ich schon, dass ich ein bisschen Mühe habe. Und ja. Und noch lege ich nicht für den Boden. Und was sollte ich sagen? Eben. Aber es heisst jetzt nicht, dass es gar nichts mehr kommt. Und hier ist übrigens auch das Gleis nebenan. Ich bin jetzt an einem anderen Ort durchgegangen beim Wald. Aber ich schweife schon wieder ab. Es kann sicher vielleicht alle zwei Wochen, also einfach unregelmäßig wie. Es kann mal sein, dass mal zum Beispiel letzte Woche kam ein Video, dass diese Woche vielleicht ein Video kommt, nächste Woche kommt vielleicht kein Video, dann kommt wieder ein Video, dann kommt wieder kein Video, dann kommen wieder zwei Videos hintereinander. Und so meine ich es eigentlich, dass es immer ein bisschen geteilt ist. Manchmal kommt keins. Und ich schaue aber, dass mindestens alle zwei Wochen ein Video kommt. Also ich nicht ganz von der Bildschirm verschwinde, ich und Leiki. Man denkt, man würde irgendwann fit beim Wandern, aber nein, das ist nicht. Also ich zumindest nicht. Nicht, dass ich ein bisschen verkältet bin und mein Fuß etwas weh tut. Aber ja. Hallo Hundefreunde. Heute melde ich mich auch noch. Leiki liegt übrigens hier und schläft. Ich hoffe, ihr hört die Musik nicht, ich glaube zwar nicht. Weil heute Morgen nichts kam, wir sind auf dem Feld gewesen und da filme ich nicht unbedingt gerne, weil man hört mich eh nicht wirklich, wegen dem ganzen Lärm und so und ja. Darum dachte ich mir, ich zeige euch dafür in diesem Vlog ein Unboxing, denn ich habe ein Paket bekommen von Tales and Tales, oh, Werbung. Da wollte ich sagen, dass ich mich entschieden habe, keine Liquids mehr zu kaufen. Also das war vor diesem Paket. Kurzer Moment, sorry für die Unterbrechung, aber mein Ketzer hat was gemeldet und ich musste kurz schauen, was es ist. Ich konnte hier nicht während dem Filmen noch ran. Dann wollte ich eigentlich keine Keks mehr kaufen. Die Tales&Tales hat man ein Crowdfunding gemacht, wo der Vorteil gratis war. Ich zeige euch, was ich bestellt habe. Und was ich mit dem vorhabe, erkläre ich euch gleich auch noch. Denn es sind ganz, ganz, ganz viele Sachen drin. Okay, das ist bis oben hin von der Sache. Es ist aus 100% Fisch, das merkt man. Man macht das Paket auf und es riecht extrem nach Fisch. Also ich bin jetzt so der Fisch-Fan, aber Leiki liebt Fisch. Leiki liebt Fisch. Hier einfach eine kleine Packung. Hier sind die Taler, das sind wunderbar. Ich finde die Namen auch witzig. Das ist von Rotquarz-Taler. Hier sind ist groß. Die werde ich wahrscheinlich später sagen, was ich sie brauche. Und hier haben wir ich drei Dorsch. 100% Dorsch. Das sind kleine, perfekt zum Klickern und zum Trainieren und zum ja. Pimp mit Shrimp. Ist auch eine kleine Packung. Sind übrigens auch geeignet für kleine Hunde. Ich kannte sie vorher nicht. Habe sie aber über jemanden bekommen, also gemerkt, wo ein kleiner Hund hat, ein kleiner Spitz, also sind sie auch geeignet für kleine Hunde. Hier ist Lachs doch mal, typisch Dorschfilet und Lachs. Noch solche. Die Packung bin ich einfach sehr, sehr schick, die schwarzen Packungen. Die kommen übrigens alle aus Island. Also sind sie in Deutschland hergestellt, in Deutschland geliefert, aber sie sind alles aus Island, diese Fische. Hier ist noch mal, Lachs doch mal. Ja, mit Anzug. Hier haben wir noch Kabeljauzen, das sind Kabeljau-Taler. Und hier haben wir auch noch Kabeljau. Das sind die neuen Dorschfilet mit Hummer, das ist der Hummer. Das sind so kleine. Das sind die neuen Packungen. Ich glaube, der Hummer ist das neue Produkt, das jetzt während der Crowdfunding. Oh, sorry, meine Nase juckt. Während der Crowdfunding gemacht haben. Hier haben wir gepimpt mit Schrimp. Und hier habe ich noch kleine Päckchen. Hier ist frische Brise, Fischfilet. Echte Dorsch. So sehen sie aus. Dorsch. Hier ist wahrscheinlich
Oh shit, jetzt geht nichts mehr dran. Ah, hier vorne. Gepimpt mit Shrimp. Glaube ich zumindest. Hier seht ihr nochmal die Aussehen. Hier ist ich der Dorsch. Sorry. Alles mit angekratzt. Und manchmal bin ich schon ein bisschen. Ich weiß nicht, was für Sorten das die kleinen sind. Das ist noch nirgends angekratzt. Ich glaube, das sind die neuen Leckerlis. Das ist nämlich angekratzt mit Ich drehe Dorsch. Hier habe ich noch Ich drehe Dorsch. Und hier ist wahrscheinlich auch nicht. Nein, hier lacht doch mal. Ah, sind sogar zwei. Hier sind zwei Packungen dran. So kleine Probiersnacks gerade. Und hier ist nochmal Hummer. Ich dachte schon, ich habe zwei. Und hier ist einfach eigentlich. Oh, hier ist natürlich ein offen. Hier habe ich einen Adventskalender. Und ein bisschen offen sind es. Hier ist schon alles offen. Mal so ein Gesicht, es war so ein Paket drin. Hier hinten sieht einfach alles drauf, was drin ist. Das sage ich aber jetzt nicht. Hier haben wir noch einen Gutschein, den man dabei gesagt. Ich wollte noch sagen zu den Leckeris. Ich wollte ja eigentlich selbstgemachte Leckeris machen. Also keine kaufen mehr, sondern selbstgemachte Kekse geben. Jetzt habe ich die aber bestellt und auch den Kalender. Tut mir leid. Für den Schweizerdeutsch in der Mitte. Und dann dachte ich mir, ich werde es so machen, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich von den einzelnen, zum Beispiel von gepimpten Shrimp, also dass eine oder zwei Packungen draußen lasse. Die anderen werde ich so in kleine Portionen tun. Die sind ja, wie groß sind die? 70 Gramm, also dass ich zum Beispiel halbiere oder kleiner mache, je nachdem, wie viel ich gerne möchte. Die in kleine Tütchen rein tun. Vorne hinschreiben, zum Beispiel Taste and Tales gepimpt mit Shrimp. Und sie dann in den Adventskalender rein tun. So mache ich es jetzt, weil die Kleinen, die kann man natürlich haben, die darf man natürlich fressen, die stören mich nicht. Und ein oder zwei Sorten, oder von jeder Sorte eins vielleicht, werde ich raus tun. Und die Großen, die Taler, werde ich auch rein tun. Einer, ab und zu einer, ab und zu keiner und so. Und ich mache am Weihnachten, also November rum, machen wir ein Denkspiel für Lecki. Und da brauchen wir dann die Großen und die Fischleckeris. Weil die müssen extrem stinken, dass Lecki motiviert ist, das zu machen. Und ja, darum werde ich ein paar, so ein, zwei oder drei Packungen übrig bleiben. Vielleicht von jeder Sorte eins, von den großen Taler E1. Und das andere werde ich dann in den Adventskalender rein tun. Und ja, den Adventskalender, wenn ihr wollt, kann ich den mit euch öffnen, wenn ihr das wollt. Und ich werde das noch nicht aufmachen. Ich werde das Video am Samstag schneiden. Und dann könnt ihr abstimmen, ob ihr das gerne sehen wollt, was drin ist. Und sonst, wenn nicht, dann müsst ihr nicht, wenn ihr das nicht wollt, wenn das nicht interessiert. Aber wenn ihr wollt, kann ich so, wenn ich am November rum die Pakete mache, beziehungsweise den Adventskalender, dass, wenn ihr wollt, dabei sein. Könnt ihr gerne schreiben, dann kann ich diese Woche oder diese zwei Wochen, je nachdem, wie lange ich brauche zum Füllen und zum Herstellen, kann ich dann filmen für euch. Weil ich habe schon eine kleine Idee, was ich gerne machen möchte oder wie ich es gerne machen möchte. Und wenn es klappt, wie ich es will, dann wird es im November gemacht, so Mitte November, Ende November, je nachdem, wenn man schon Ferien hat. Ich glaube, es ist die zweite Woche November Ferien. Das erste kann ich auch vorne anfangen, aber ja, ich schweife ab. Aber wenn ihr wollt, dass ihr sehen, was hier drin ist, wenn ihr wissen wollt, was im Kalender drin ist, beziehungsweise reinkommt, oder wie er schlussendlich aussieht, stimmt doch ab, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das gerne sehen wollt, wenn euch das interessiert. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, wenn es euch nicht interessiert. Mich stört das nicht. Ich mache nur Filme, die euch auch interessieren. Ich würde gerne eins zu diesen Tagen geben, aber Lecki schläft und ich möchte nicht gerade wecken. Also. Das war's mit für heute. Ich weiß nicht, ob ich morgen filmen werde oder ob ich morgen sogar schneiden werde. Weil, ja, ich möchte nicht, dass es wieder zu lange ist, aber ich heute mal anfangen zu schneiden. Und ja, dann sehe ich mal, wie lange es ist vor allem.
Und dann entscheide ich mich. Mal schauen. Vielleicht muss ich morgen einfach nur den Schluss filmen. Ja. Wenn ihr Ideen habt für einen besseren Hintergrund, Schluss, könnt ihr es gerne in die Infobox schreiben, weil ich bin nicht sicher, wie ich es genau machen möchte. Ich habe zwar eine Idee gehabt, aber ich bin nicht sicher, ob es so funktioniert, wie ich gerne hätte. Da muss ich noch mit ein bisschen besprechen. Mit meiner Schwester. Und ja. Also verabschiede ich mich hiermit schon mal. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch filme oder eben nicht. Das seht ihr dann. Und ja, tschüss zusammen. Sorry für das lange Schweifen.